freue mich, dass ich wieder was für euch testen durfte. Und zwar ist es der Tierliebhaber-Staubsauger von der Firma Thomas. Und zwar handelt es sich hier um das Modell Aqua Plus Pet and Family. Ganz kurz zur Firma Thomas. Thomas ist ein renommiertes Familienunternehmen, was über 100 Jahre bereits existiert. Und was ich total toll finde, ist, dass eben alles in Deutschland auch hergestellt und entwickelt wird, also alles made in Germany. Der Staubsauger ist ein Multitalent. Ihr könnt damit so gut wie alles sauber machen, was ihr möchtet. Das heißt, ihr könnt trocken saugen, ihr könnt nass saugen, ihr könnt nass wischen, ihr könnt auch sämtliche Teppiche, Polstermöbel, Autositze, Tierbetten damit nass und trocken reinigen. Ich zeige euch jetzt einmal, was in dem Paket alles enthalten ist. Und zwar einmal natürlich hier der Staubsauger. Ihr seht, ist wirklich ein schönes Design, sehr modern, aber auch irgendwie schlicht gehalten. Hier seht ihr dann gleich im Anschluss den Wassertank, wenn ihr nass wischen wollt. Der umfasst 1,8 Liter. Dann habt ihr nämlich auch zwei Möglichkeiten des normalen Saugens. Und zwar könnt ihr nämlich einmal hier in den Wassertank, Wasserfilter, reinsaugen. Ihr seht, der ist auch wirklich richtig groß und hat hier an der Seite einen Ausguss. Wenn ihr aber mal sagt, ich habe keine Zeit, das anschließend zu reinigen, habt ihr immer noch die Möglichkeit, auch in einen Beutel reinzusaugen. Das finde ich ist halt super, dass man einfach die Auswahlmöglichkeit hat. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier den Ansaugfilter. Das ist ein Einsatz, den ihr hier einbringen müsst, wenn ihr Flüssigkeiten aufsaugen wollt oder halt auch beim Nasswischen. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Düsen vor uns liegen. Und zwar haben wir einmal die Turbobürste fürs Trockensaugen. Damit könnt ihr auch verschiedene Einstellungen machen, dass ihr zum Beispiel Teppiche besser absaugen könnt. Und was ich ganz toll finde, ist, dass man diese Bürsten, die kann man entnehmen und kann die separat sauber machen, ohne, also das ist alles mit so Klickverschlüssen, ohne dass man halt da irgendwas aufschrauben muss. Dann haben wir hier einmal eine Fugendüse, ja, ist perfekt für Ecken, irgendwelche Ritzen oder natürlich auch, wenn man mal an die Decke muss, um eine Spinnenwebe oder sowas einzusaugen. Und vor allem, der hat auch eine super Länge. Dann haben wir hier einmal die Polsterdüse, ist perfekt zum Beispiel, um Tierbetten oder mal die Couch abzusaugen. Jetzt kommen wir zu den Nasssaugaufsätzen, und zwar ist einmal hier, seht ihr, die kleinere Düse, die kommt dann einfach aufs Handstück zum Polsterreinigen oder ich tue zum Beispiel meine kleinen Teppichvorläufer damit reinigen, genau. Und dann einmal noch eine breitere Düse, auch die könnt ihr individuell verstellen. Damit könnt ihr eben große Teppiche reinigen, aber auch sämtliche Hartböden und Fliesen. Dann ist in dem Paket natürlich auch noch das klassische Staubsaugerrohr und das Teleskoprohr dabei. Das könnt ihr eben individuell eurer Körpergröße anpassen. Dann seht ihr hier die sogenannten Clips. Da könnt ihr dann den Schlauch, damit ihr nass wischen könnt, befestigen. Und in der Packung ist dann auch noch ein spezielles Reinigungskonzentrat dabei und natürlich sämtliche Anleitungen. Alle technischen Details würde ich euch nochmal in der Beschreibung hinzufügen. Und ich habe jetzt das Gerät natürlich auf Herz und Nieren getestet und wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Videozusammenschnitten von meinen Reinigungsversuchen mit dem Tierliebhaber-Staubsauger von Thomas Pet and Family. Vorbereitung zum Trockensaugen. Ihr nehmt die Turbobürste und steckt sie auf das Ende des Teleskoprohrs. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, wie ihr trockensaugt. Hier seht ihr, wie ich gerade den Staubsaugerbeutel einsetze. Das wäre Variante Nummer 1. Oder Variante 2. Ihr saugt in den Aquafilter. Somit wird Dreck, Staub und Schmutz im Wasser gebunden. Und somit ist diese Art des Saugens super für Allergiker geeignet.
Hier seht ihr, wie ich das Tierbett von der Pepsi reinige mit der Tierhaarpolsterdüse. Das ist die kleinere Düse. Und auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, entweder ins Wasser, also in den Aquafilter reinzusaugen oder eben in den Staubsaugerbeutel. Jetzt zeige ich euch die Vorbereitung zum Nasssaugen. Hierfür setzt ihr als erstes den Ansaugfilter in den leeren Aquafilter ein. Nun füllt ihr bis maximal 1,8 Liter mit bis zu 30 Grad in den Wassertank ein und gibt ein wenig von dem Reinigungskonzentrat von der Firma Thomas Pet & Family dazu. Als nächstes befestigen wir den Sprühschlauch mit Hilfe der Clips am Saugschlauch. Das Ende des Sprühschlauchs wird im Anschluss dann via Schnellkupplung vorne am Staubsauger befestigt. Da ich den Teppichvorläufer im Hintergrund reinigen möchte, habe ich mich jetzt für die kleinere Polsterwaschsaugdüse entschieden. Diese wird aufs Handstück ans Ende angeschlossen und mit dem Sprühschlauch verbunden. Wichtig ist, dass ihr neben dem Hauptschalter auf der rechten Seite auch links die Wasserpumpe einschaltet. Wenn ihr jetzt den Hebel betätigt, dann kommt eben Wasser raus und gleichzeitig wird eben dieses Wasser samt Schmutz, Dreck und Haaren eben gleich wieder eingesaugt. Und ihr seht, das geht ratzfatz und ihr könnt somit eben sämtliche Flecken, Schmutz, Dreck von Oberflächen wie Teppichen, Hartböden, Fliesen und so weiter entfernen. Zum Reinigen von Hartböden oder Fliesen, so wie hier jetzt in dem Beispiel mein Bad, könnt ihr die große Waschsaugdüse ans Ende des Teleskoprohrs anschließen und somit dann eben ganz leicht große Flächen reinigen. Zum Schluss seht ihr jetzt noch, wie ich unsere Bettmatratze reinige. Da ist leider ein Malörchen meiner alten Hündin passiert. Und ja, das Ergebnis, denke ich mal, spricht für sich. Der Fleck ist bis aufs letzte Tiefenrein wirklich rausgegangen. Und ja, ich hoffe, ich habe euch mit dem Video ein bisschen helfen können. Und bleibt auf jeden Fall dran, weil jetzt im Anschluss kommt noch mein Fazit. Mein Fazit. Also ich finde, dass der Aqua Plus Pet & Family im Preis-Leistungs-Verhältnis absolut an der Spitze steht. Ich habe schon einige Nasssauger ausprobiert, mit denen ich letztendlich immer nie zufrieden war. Mein persönlichster, wichtigster Punkt ist eigentlich immer die Reinigung gewesen, die ich bei anderen Herstellern eben als sehr unangenehm und lang empfunden habe. Das ist aber hier nicht so, weil ich einfach hier wirklich ein großes Gefäß habe. Kann es einfach ausschütten, schwenk einmal durch und fertig. Ich würde sagen, ich brauche keine 5 Minuten für die Reinigung. Ansonsten, ich nutze den jetzt im Alltag, nutze ich ganz gern den Beutel und die Turbobürste. Und einmal in der Woche mache ich dann wirklich das volle Programm, wo ich dann mit Wasser alles super schön sauber mache. Und deswegen, ich kann euch den wirklich super ans Herz legen und hoffe, dass ich euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Und ja,
wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.